So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Firewatch für die Switch. Und wir befinden uns in der Höhle, haben hier hinten leider ganz traurig die Leiche von Goodwin, Brian Goodwin gefunden, dem Jungen, den wir in der Geschichte schon einiges gehört haben. So, jetzt werden wir die Höhle noch versuchen rauszukommen und die Leila melden, dass wir den Jungen gefunden haben, hier in der Höhle. Und der leider tot ist. Was natürlich sehr schade ist. Aber was sollen wir machen? Hat allerdings natürlich nichts mit unserem Fall zu tun, so ein bisschen. Was mich ein bisschen traurig macht, das ist, dass alles jetzt gerade so ein bisschen nicht im Wohlgefallen auflöst, aber es alles so ein bisschen normal wird. Also die Mädels sind wieder aufgetaucht. Der Junge ist natürlich ein Todes gestorben, würde ich mal behaupten hier. Jo, mal sehen. Was hier jetzt noch kommt. Also natürlich werden wir immer noch beobachtet. Also das und diese komische Station, die abgebrannt ist, das ist natürlich alles Sachen. Bin ich mal gespannt, wie das aufgeklärt wird. Aber wir werden das schon hinkriegen. Beziehungsweise hinkriegen nicht, aber wir werden das schon alles erfahren. Und nach unten. Und hoch. Sprung nach unten. Runter. Ach guck mal, kommen wir direkt vor der Eingangstür hier. Das passt euch gut. Jetzt wird uns keiner eingesperrt. Ist auch nicht schlecht. Die Frage, ob wir gehen einfach in diese Richtung raus. Dann kommen wir nämlich direkt auch zu unserer Stelle. So, wir müssen Delilah mal anfocken. Hey, Dee. There you are. I've been worrying my ass off. You need to call search and rescue. What? There's a body in the cave. It's Brian Goodwin. Gotta be fucking kidding me. How does that... What? I don't... How? Climbing, I think, or... Made to look like a climbing accident. Mm-hmm. I think that's just what it was. I mean, he was probably exploring the cave and maybe his rope gave out. But whoever locked me in there probably didn't even know about him. I'm sorry, Delilah. I'm so sorry. He'd be alive if I had told someone he was out here. I don't know where he'd be, but I can assure you it would not be rotting at the bottom of that cave. There's nothing to say. Hike back. I think we're leaving tomorrow anyway. Tag 79. Ja, ist natürlich traurig. Der Junge ist ja gestorben und sie hat ihn ja so ein bisschen unter ihrer Obhut gehabt. Aber... All das verrät uns immer noch nicht, warum wir beobachtet worden sind. Wer macht so einen Scheiß? Wer will uns beobachten und warum macht man das? Das ist doch schon wieder ein bisschen abgespaced. Gucken wir mal nach. Heute, genau heute, auch am 31. habe ich nebenbei nur mal die 1000 Abonnenten geknackt bei YouTube. Ich bin eigentlich relativ stolz, dass das geklappt hat und hoffe, es geht im nächsten Jahr weiter so. Mal sehen. Deine Sachen, okay. You see that plane? No, I was just busy packing up. Well, there's gonna be a lot more. The service says this thing is 2% contained. Well, is this the Flapjack fire or the site fire or? Well, the two fires merged into one unmitigated disaster. They're renaming it after my lookout. You about packed up? Shouldn't we talk for a sec, you know, about things? About what? We still don't know who was listening to us, who was following me around, who made that tape. Yeah, all we have is the body of a dead boy who did nothing wrong. But maybe we can still find these people. Look, I think whoever...
whoever's out there caused the site fire to cover their tracks, and I'm almost certain that when I get off the helicopter, I'm going to be led into a room and made to listen to a tape of me saying we started it. And we don't know shit. What can I do? Well, there's something for you to do. Holy shit. Holy crap. Yeah, oh my god. We don't know what it is. It could be nothing. Yeah, it could also be whoever was listening to us, whoever made the tape. Okay. Yeah, look, you should pack up everything you need in case we get the call and you can't come back. All right, look, if something happens... I'll remember you. Oh, Victor. I was hoping you'd have a backup plan or something. Yeah, okay, I'm probably gonna move to Canada. Ontario, maybe. No, I meant if something happens to me. Right, if you don't find out who made the tape and I have to hit the road. Forget it. Be safe, Henry. Okay, gucken wir mal nach, wo wir hinkommen. Wenn den Pfeil seiner folgen. Geht irgendwie mal in diese Richtung. Man sieht hier, fliegen schon die Funken und sowas. Es ist schon so ein bisschen... Das Feuer breitet sich ja aus, wie wir mitgekriegt haben. Gehen zumindest in die richtige Richtung. Ah, die Switch hat schon zu kämpfen hier, ne? Obwohl das ja gar nicht die hochgradig coolste Grafik ist, aber man merkt schon, dass es nicht 100% cool ist hier. Ah, da. Doch, folgen wir nur diesen Pfeilsender, ne? Haben wir schon laufen dabei, nämlich. Richtung lieber? Okay. Kommt zumindest dich da ran? What's your status? Bin in der Nähe. I think I'm getting close. Alright, well, I just got word that they are coming to get us. My place. You sound worried. No, it's just... Brian? I'll coordinate with the evac team and let you know when to head towards the tram. It's north. Far. Past where you found that cutback in May. There's an emergency tram out there that will let you hike to the rendezvous point at my lookout. Logge ich mal hier runter. Ist auch geil, dass ich mich hier drumherum treibe, wo man weiß, dass es jederzeit hier alles abfackeln kann. Aber ich laufe hier trotzdem mal rum. Aber keine Angst vor einem großen Feuer, wo man einfach nur verbrennen kann. Wo es wirklich keinen Ausweg mehr gibt, ne? Um mal kurz zu sehen. Da komm, ich war dichter. Henry. Ja? Steht da. Yeah, hi Henry. Hey, you better find this before it burns up. We've been causing each other a lot of headaches. Now I gotta go stake out a site that's as fit for living as the one you're about to find. You'll get it when you see it. You can't blame me for keeping an eye on you. Not after bumping into you back in May. Down by the cave, for fuck's sake. I've been up here for 3 years. I kept it cozy. Winters are harsh as hell, and I ran out of books. But I got that antenna rigged up, and Delilah, she's a record you don't gotta flip. I kinda get why Brian took to her. About a week ago, I stopped worrying about you finding anything out, and that's right when everything went shithouse with you two. You guys don't know anything about having kids. All right, nobody knows nothing. It ain't Andy and Opie walking down a lake to fish every afternoon. It ain't Mayberry. But you gotta know I didn't kill him. All right, we were climbing. I was teaching him. Brian was uneducated in the way to do anything. He just fucking didn't sink his anchor the right way. You know, I thought about going back,
having to answer questions and having to get him put in the ground, and I didn't see the point. Don't come looking for me. Sorry about your wife. Hallo. Okay, sagen wir Bescheid. We found the surveillance operation. Okay, what does that mean? What is it? It was Ned Goodwin. He was the one listening to us, just him. Ned Goodwin. He made the tape? Yeah. He's gone. Deeper into the Shoshone. He doesn't want anyone to know he's out here. Because he killed Brian. Because he killed his fucking son. You need to get back here. They say the helicopters are making rounds. Okay. Waren das irgendwie am Norden zum Wachturm? Also, man muss ja so sehen, wenn er ihn ja so umgebracht hat, jetzt ist es so. Aber warum war da im Lager, warum waren da drei Betten und alles? Verstehe ich trotzdem nicht ganz. Auch die ganzen Überwachungssachen, da hat er sich das alles da hingebracht und. Naja. Naja, war ja ein bisschen experimentierfreudig mit seinem Sohn. Die wollten ja auch irgendwas mit den Meteoren da machen, aber. Bisschen komisch. Also schlüssig finde ich es jetzt noch nicht, muss ich zugeben. Auf die Karte. Evakuierungspunkt ist da oben und wir sind am Arsch der Welt, okay. Gut. Immer wieder hochkommen, da hinkommen. Hier geht's, glaube ich, nicht längs, ne? Was ist vielleicht hier rum? Improvisierte Luke. Okay. Bin ich hier jetzt in dem Lager von den Typen? Wahrscheinlich, ne? Was steht da? Ziehbus und die Leider, alter Übersichtsprogrammstatus. Zuverlässig, aufmerksam, charismatisch, eigennützig, verzerrte Warnung persönlicher. Relevante Beobachter, Tatsachen, völlig egal. He wrote down everything he did to us. And everything he did every day. He was scared shitless. I bet. Infos zu forschen, also Einbruch in Wapiti Station, Zaun im Norden, ungesicherter Eingang, Tor im Süden, Personal kommt am 10. August wieder. Belegen, geliehene Sachen zurückbringen, Hinweise auf H&D, vernichten, Spuren verwischen. Okay. Kaffeekanne. Das ist Henry, das haben wir schon gelesen. Goodwin was the one who wrote the reports I found at the site. Okay. Wollten wir auch mal? Das von seinem Sohn, der ganze Kram. Schlafsack aus dem Zelt der Teenager, ja, das macht Sinn. Vorratsliste. Irgendwo beim Prokangas, neue Stiefel, Isolierband, vielleicht Hirschfell. Gewichtszimmer bis Sommer 15 Kilo. Okay. You should see some of the stuff he was working on. I guess he had a lot of time on his hands. This boombox looks familiar. From the girls? Yes. I thought you threw it into the lake. Well, he must have fished it out. Das ist schon ein abgefahrener Typ. He was rigging up stolen batteries to keep his stuff going. He's got a radio base station up here.
He was listening to us on that. I'm sorry. I don't know what to say. I don't know what you want me to say. We're in the middle of a fire that is at 22,000 acres and growing. Fast. It's gonna burn all of this up. Well, take a picture if you're so keen to remember it. You're not? I don't know. He had quite the view. So ein Bild machen? Hä? Okay, aber es bringt uns ja nichts, bringt uns jetzt nicht viel weiter hier. Raus kommen wir hier nicht. Das heißt, wir müssen hier wieder raus aus der Hütte. Aber wo geht's längs? Da sind wir gekommen, ne? Wo denn hier zurück? Wir müssen einen anderen Weg gehen. Aus welchen Weg ist? Welcher ist der richtige? Geh mal hier hinten längs. Das ist der Verkehrte. Okay. Haben wir irgendwas übersehen in seiner Höhle? Auf die Karte nochmal. Bunker, Ned Goodwin's Campsite. Aber warum sollten wir denn hier hochgehen, wenn wir... wenn es hier nicht noch einen anderen Weg gibt, oder? Macht doch eigentlich auch keinen Sinn. Ich noch mal unten. Ich muss mal kurz, wir gehen nochmal unten, gucken nochmal ganz kurz, ob es noch einen anderen Weg gibt. Ich glaube nicht, ne? Wirklich nur der Weg hier. Hier ist nichts anderes. Okay. Ja, müssen wir das, wir müssen jetzt auf jeden Fall zur Evakuierungsstelle. Das machen wir jetzt. Dass wir auch hauen die jetzt mal ab. Wenn er da verbrennen will, dann soll er doch verbrennen. Wir können da eh nichts dran. So. Seilen wir es nochmal ab. Und dann müssen wir uns, glaube ich, auch beeilen, weil sonst verbrennen wir wirklich noch hier. Was ja sehr, sehr schade wäre. Huch. Wie geht's runter? So, laufen wir diesen Weg. Definitiv zurück. Dann könnten wir auch mal anfangen zu husten hier bei den ganzen Quallen, die hier durch die Gegend eiert. Das ist hoch da. Das qualmt ja ganz gut, ne? Der ist. Das ist ja schon. Nun gut, jetzt wissen wir, dass es von einem Mann kommt, der uns hier beobachtet hat und alles und tierische Angst hatte. Aber. So ein bisschen gruselig. Dass die auch gar nicht vermisst. Gemeldet worden sind die beiden, oder? Ich meine, wenn die 3 Jahre jetzt hier sind und der Junge da schon so lange tot ist, das kann doch gar nicht sein. Die müssen doch vermisst gemeldet worden sein, da wo sie wohnen, oder sehe ich das verkehrt? Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Gibt jetzt nicht so viel Sinn für mich. Geht es am Wohnort, wenn die nicht zurückkommen oder so? Ich weiß, ich sollte relieved. Relieved, dass es keine Evidenz von uns starting that fire. Relieved, dass wir nicht crazy. There wasn't some conspiracy. I'm not. He was a sweet kid. With a shitty father who hid out here like a coward after dumping him in a hole. I think that Ned loved him. I don't want to hear it. He obviously didn't want to forget him. He just didn't know what to do. Henry, not knowing what to do isn't okay. When you're supposed to look after someone, you figure it out. Yes. And Ned Goodwin is a shithead who is incapable of figuring anything out. I'm sorry. God, it would have been so easy to tell the truth and have him sent home. I can't stop
thinking about it. You didn't do anything wrong. You said it yourself. It was Ned's job to look after him. Yes, I did. And now I've got to decide whether I tell people that he's down there so they can retrieve the body or not. And if I do, I'm going to be asked about Ned Goodwin. D? Oh, fuck. Is that a helicopter? Yeah, hold on. Hey! No, there's one more. Yes, here, yeah. Yeah, he's coming. Okay, 1 second. Hey, they're here, but they're making rounds. They'll come back. I think I'm gonna go with them. Yeah, that's a good idea. Yeah? I mean, it's dangerous here, and if anything were to happen, then that would be on me, so. Yeah, you're right. Yeah, Ich würde jetzt die Leiter auch gerne mal treffen. I said it was. All right, I should go. Have a safe flight. All right, have a safe hike. Wir müssen schnell durch die Höhle gehen. Wir müssen in die Richtung. Laufen, ich bin sogar ziemlich sicher. Und hier nochmal auf die Karte, sicherheitshalber. Oh, das sieht gut aus. So. Ja. War es das denn schon bei der Geschichte? War sie ja gar nicht so dramatisch, also. Also schon. Spannend gemacht auf jeden Fall. Also, ich kann verstehen, dass die Leute das echt gut fanden, das Spiel. Ich finde es auch ziemlich gut. Muss ich auch zugeben. Aber, dann würde mich eine kleine Wendung nochmal reizen hier irgendwie. Und die wird wahrscheinlich nicht kommen. Da steht auf jeden Fall jemand. Nee, doch nicht. Okay, weiter geradeaus. Haben wir einen spannenden Sommer gehabt auf jeden Fall. Haben wir schon was von den drei Fragezeichen, oder? Die erleben auch immer was. War es das jetzt schon? Ich weiß es gar nicht. Bin gespannt. Stock ist jetzt mal 8,7 Kilometer, wie man sieht. Aber ich verlaufe mich auch gerade hier. Weil ich vom Weg abgekommen bin. Wagen wir sowas vom Weg abgekommen. Karte gucken. Na, guck mal, jetzt sieht schon besser aus. Jetzt geht's hoch. Schade, ich hoffe, wir werden die leider noch kennenlernen, weil das wäre sonst ein bisschen ärgerlich. Okay. Na, weit ist es nicht mehr. Hier hoch.
aus, ne? Hier runter. Also vor, als ob ich jetzt gerade zickzack laufe und wieder in eine andere Richtung laufe. Oh, scheint der richtige Weg zu sein, ne? Oh. Na, dann schon durchs Mondfeld hier. Oh! Die Software wurde beendet, da ein Fehler aufgetaucht ist. So, tatsächlich ist es abgekackt gerade eben. Echt, es ist wirklich abgestürzt. Hier das schöne, die schöne Nintendo Switch. Aber wir probieren es jetzt nochmal. Bin nochmal den ganzen Weg dahin gelaufen. Musste wirklich den ganzen Weg laufen, weil es irgendwie... Ich glaube, ich kann nicht mal speichern zwischendurch. Doch, da. Speichern mal sicherheitshalber hier. Falls es nochmal abspeichern sollte, abstürzen sollte. So, bis hier sind wir gekommen. Und dann ist es ja abgestürzt. Das heißt, wir springen jetzt runter. Oh, es geht weiter. Ja, was steht hier? Versorgungsstelle, Supply Drop, Feuerwachturm, Tore. Okay, wir sind in die Richtung. So, ich bin jetzt mal gespannt, wie es weitergeht. Ob wir Delilah jetzt Delilah auch noch treffen. Oder ob wir einfach nur abgeholt werden und dann war es das. Tatsächlich muss ich echt da noch hoch, ne? Ich muss noch ein Stückchen. Stückchen ist das noch. Laufen wir noch ein bisschen. Okay, das sieht wieder wie ihre Evakuierungspunkt aus. Müssen wir diesem Ding hier noch eiern loseiern. Hey, I'm at the evac spot near the ravine. Delilah, are you there? Delilah? Gut, steigen wir einfach mal ein. Sieht doch auch nicht so sicher aus, ne? Okay. Stürzen wir ab und sind tot. Nein, das glaube ich nicht. Sieht gar nichts. Das ist so gut wie gar nichts. Da ist ja ihr Turm. Ich habe auch keine Karte mehr anscheinend. Kann sie nur da hoch? Gut, dann gehen wir mal da hoch. Die Toilette hat sie auch. Ich weiß gar nicht, ob wir da rein sollen, aber... Hello? Is anybody there? Hi. Yeah, it's me. Huh? I'm back at the staging area near the trailhead. I think I see your truck. Red? Colorado plates? Yeah. It's a piece of shit. Hey, that's a man's pickup you're talking about. I think there might be a raccoon living in it. Make sure he's comfy, I guess. Hey, it shouldn't take long for the helicopter to reach you. Okay. There's a debrief in a situation like this. Lots of questions. Ah, shit. So, taking stock, we found out an old lookout killed his only son and decided to become a lonely hermit. Yes. And we prevented one fire? Basically started another. Okay, so that's a wash. I'll have to figure out what I'm doing every summer from now on that isn't this. You're not coming back? No. And you'll have to... I don't know. Yeah, me neither. I don't know what's next. Tell you what, why don't you choose for me and I'll choose for you. All right, sure. Maybe... Maybe move to Santa Fe,
open a jade emporium with your sister. I'd be trading cute ski bombs for yoga retreat hippies, but maybe that's not all bad. Plus the margarita situation? I mean, yeah. So what about me? I think you should go to Julia, and then you can figure it out. Maybe put that typewriter to good use. Give me a sexy accent or something if you write about this. Yeah. You gotta go see her. Yeah, sure. Yeah. Henry, Look, you came out to put your memories behind you, and they're still right there in front of you. I gotta move on. I don't expect you to know what that's like, but I have to find some way to move on. Something to do. What if you can't? Then that's why God invented booze, I guess. Henry. I'm kidding. But I gotta move on. Somehow. I hope you do. There's the helicopter. They'll land you back where you hiked up. Good luck, Henry. Thanks, Delilah. I appreciate it. I mean it, Henry. Good luck. Thanks. Bye, Hank. Ein Bild von dir sieht man hier irgendwie nicht, ne? Ist eigentlich schade. Ist ja auch echt passend aus, oder? Das behalten wir. Gut, dann gehen wir runter zum Helikopter. Ah, da ist er. Das war's anscheinend, ne? Cooles Spiel, cooles Spiel. Leider sehr kurz, muss man ja auch sagen. Also richtig lang war das jetzt nicht. Also das Geld ist es vielleicht wert, aber ich glaube, für einen Zehner wäre es auch okay. Klar steckt da mehr Kohle drin, ne? Aber naja. So, wir gehen aufs Main-Menü. Ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Bis dahin, tschüss.